Checker Julian, der gibt Gas, ey, ziemlich cool, Mann. Der, der es ausprobiert und ziemlich schnell kapiert. Hey. Der die Welt bereist und ganz schön Mut beweist. Das ist Julian, Checker Julian, der gibt Gas, ey, ziemlich cool, Mann. Der, der gerne schlemmt und auch mal verpennt. Der fast immer lacht und auch gern mal Unsinn macht. Das ist Julian, Checker Julian, Checker Julian. Hey, schaut mal, ich bin ganz fleißig am Pakete packen. Ich habe heute schon 100 Stück gepackt. Okay, es sind nur 3 gewesen, aber die 100 mache ich schon noch voll. Und was dann mit den Paketen passiert und wie die von einem Ort zum anderen kommen, das checke ich heute. Heute geht's um Pakete. Rund 10 Millionen Pakete werden täglich in Deutschland verschickt. Und das ziemlich schnell. Die meisten Sendungen kommen schon am nächsten oder übernächsten Tag an. Sogar wenn der, der die Pakete schickt, in München wohnt und der, der sie bekommt, in Hamburg. Früher transportierte meistens die Post die Pakete. Heute liefern sie ganz unterschiedliche Firmen, oft mit LKW. Pakete aus dem Ausland werden auch mit dem Schiff oder dem Flugzeug transportiert. Und vielleicht stellen in Zukunft sogar Drohnen oder Roboter unsere Post zu. Ich check heute, wie ein Paket zu mir nach Hause kommt. Dafür bestelle ich mir im Internet ein paar Sachen und verfolge den Weg meiner Bestellung bis zum Händler und wieder zurück zu mir. Und ich liefere jetzt mein Paket an mich selbst. Also, alle bereit? Hier kommt der Paketcheck. Und jetzt die Checker-Fragen. Was? Was ist das? Ein Brief für mich? Was ist denn da drin? Die Checker fragen. Was ist ein chaotisches Lager? Wie hat man früher Post verschickt? Und wie arbeiten Paketzusteller? Das check ich für euch. Boah, die Hose ist cool. Ich bestell mir online ein paar Klamotten. Ich brauche nämlich dringend was Neues für den Sommer. Boah, das T-Shirt sieht richtig gut aus. Zack. Die nehme ich auch. Okay. Und boah, das ist ja mega. Das ist richtig. Wow, wow, wow. Das zeige ich euch noch nicht. Das bleibt noch geheim. Aber ich verrate euch eins. Es hat was mit dem Sommer zu tun. Bestellen. Fertig. Super einfach. Aber was passiert jetzt eigentlich mit meiner Bestellung? Genau das schaue ich mir jetzt an. Meine Bestellung kommt über das Internet in Sekundenschnelle beim Versandhaus an. Im Internet gibt es viele verschiedene Versandhäuser. Sie sind wie Kaufhäuser, nur dass der Kunde nicht in ein Haus geht und dort seine Waren kauft, sondern sie am Computer bestellt und dann zugestellt bekommt. Versandhäuser produzieren die Waren aber meistens nicht selbst, sondern bekommen sie aus aller Welt geliefert. Im Versandhaus lagern die Artikel dann, bis sie jemand, so wie ich, bestellt. Meine Bestellung habe ich beim Versandhändler Bauer in Oberfranken aufgegeben. Dort checke ich jetzt, was als nächstes passiert. Und zwar mit Andrea. Sie arbeitet seit über 15 Jahren hier und kennt jeden Arbeitsschritt. Hallo Andrea. Hallo Julian. Das ist ja irre hier. Ich sehe schon so viele Pakete da hinten und hier stehen auch welche. Was passiert denn hier beim Wareneingang? Hier kommen die Artikel an, die unser Einkauf bestellt hat. Okay, also ihr verschickt nicht nur Sachen, sondern ihr bestellt auch Sachen. Wir kaufen die natürlich ein. Wir produzieren nichts selber. Wir nehmen die Artikel jetzt erstmal an, prüfen alles und lagern es dann in unserem Reservelager ein, damit die Artikel, wenn du die dann bestellst oder unsere Kunden, hier bei uns sind. Und wie viele Pakete kommen dann pro Tag bei euch an? Oh, das sind schon ganz schön viele. Das können mitunter schon mal bis zu 30 LKW sein, die wir hier am Tag entladen. Und da kommt schon der nächste LKW. Er hat fast 2000 Pakete geladen. Damit die schneller ins Lager kommen, packe ich mit an. Welche Sachen kommen denn jetzt hier an? Ja, bei uns kommen überwiegend Klamotten an. Ab und zu auch mal Spielsachen oder Schmuck. Cool. Kann ich dann vielleicht mal so reinschauen? Ja, hier am Band nicht, aber hinten können wir gleich mal reinschauen. Ja. Die Pakete sausen jetzt auf den Fließbändern ins Lager. Ein paar von ihnen schnappen wir uns zur Stichprobenkontrolle. Dabei kontrollieren die Prüfer jedes 10. Paket, ob das Richtige drin ist und nichts kaputt ist. Ein Aufkleber auf dem Karton verrät, was drin sein sollte. Hier sind es
31 Blusen in Größe 40. Passt. Okay. Und hier? Bin ich mal gespannt. Ne! Wie cool ist das denn? Ein Bagger! Den nehme ich direkt mit. Nee, mach's gut, nee, Andrea. Nein. Den hat schon jemand bestellt. Oh. Lass den mal lieber hier. Ich will ihn ja niemanden wegnehmen. Ne? Auf dem Weg ins Lager werden die Pakete abgemessen, gewogen und in einem Computer erfasst. Und sie bekommen ein Etikett. Damit lassen sie sich später viel leichter wiederfinden. Dann kommen die Pakete ins Reservelager, zur Zwischenlagerung. Dort haben bis zu 140.000 Kartons Platz. Wo die Reise der Pakete nach dem Reservelager hingeht, seht ihr gleich. Oh, ein Paket. Wow. Wow. Das ist aber schwer, was ist denn da drin? Jetzt erstmal eine Frage an euch. Was ist eine Retoure? A. Eine Paketzustellung. B. Eine Rücksendung. Oder C. Ein Online-Versandhaus. Schaut mal, ob ihr die richtige Antwort in der Sendung entdeckt. Die Lösung gibt's zum Schluss. Aus dem Reservelager kommen die Pakete in dieses Lager. Was hier passiert, erklärt mir Andrea. Okay, also die Pakete von dem anderen Lager kommen dann hierher und werden dann hier ausgepackt, oder wie? Ja, genau. Wir sind hier im Kommissionierlager. Hier entnehmen wir dann die Artikel, die von unseren Kunden bestellt worden sind. Ach so, also wenn ich jetzt zu Hause meine Bestellung mache und auf Bestellen klicke, dann werden die Sachen hier rausgenommen aus dem Karton. Ja, genau. Okay, aber hier ist jetzt zum Beispiel ein Hemd. Das sind hier Bikini-Oberteile und hier ist ein Plüschtier. Das ist ja total durcheinander. Ja, stimmt. In dem Zusammenhang spricht man auch von einer chaotischen Lagerhaltung. Warte mal. Chaotische Lagerhaltung? Das war doch auch eine Checkerfrage. Was ist ein chaotisches Lager? Das bedeutet nur, dass wir für die Artikel keinen festen Lagerplatz haben, sondern dass die überall hier verteilt stehen können. Aber warum macht ihr das denn nicht wie in einem Supermarkt, wo alles sortiert nebeneinander steht? Das ist doch viel einfacher, oder? Wir machen das so, damit wir unser Lager optimal ausnutzen können und viel Platz dadurch sparen. Am besten ist, ich erkläre dir das an einem kleinen Modell. Cool, das ist ja wie so ein kleines Regal mit den Produkten auch schon drin. Genau, so ist die Ordnung, wie man sie aus dem Supermarkt kennt. Mhm. Die Sportbälle liegen in einer Reihe, die Klamotten liegen in einer Reihe und die Rucksäcke oder Taschen sind in einer Reihe. Okay. Jetzt stell dir mal vor, die Pullover sind ausverkauft, der Platz ist frei. Mhm. Jetzt kommt aber vom Wareneingang, kommen jetzt hier Eimer. Ja? Die können wir jetzt hier nicht einlagern, weil hier nur Klamotten rein dürfen. Okay. Als nächstes sind die Taschen ausverkauft. Mhm. Und vom Wareneingang kommen die Skateboards. Mhm. Auch hier haben wir keinen Platz. Und so geht es dann immer weiter. Mhm. Und dann stapeln sich hier irgendwann die ganzen Artikel und Packstücke. Und wir müssten hier ein neues Regal bauen, obwohl hier Plätze frei sind. In unserem chaotischen Lager kann dann eben das Skateboard neben den Sportbällen liegen. Oder der Eimer hier unten bei den Taschen. Okay, also das ist super praktisch, weil ihr dadurch einfach viel mehr Platz habt für die Sachen, die ihr einlagern könnt. Aber es ist schwieriger, die Sachen zu finden, oder? Nein, dafür hilft uns dann unser Lagerverwaltungssystem, unser schlauer Computer. Und damit ihr euch das besser vorstellen könnt, spiele ich das jetzt mal nach. Das Lagerverwaltungssystem funktioniert wie eine Art Superhirn. Es merkt sich alle wichtigen Infos über die verschiedenen Produkte und auch über jeden einzelnen Arbeitsschritt. Die Infos bekommt das Superhirn von den Etiketten, auf denen eine Art Geheimcode aus Nummern, Buchstaben und Streifen steht. Dieser Geheimcode verrät zum Beispiel am Wareneingang, welche Artikel in das Versandhaus kommen und wie viele davon. Und natürlich weiß der Computer auch, wo jeder Artikel lagert. Aus den verschiedenen Lagerorten erstellt er eine Art Schatzkarte. Mit der können die Mitarbeiter in kürzester Zeit möglichst viele Produkte finden und einsammeln. Ist ein Artikel ausgegangen, schlägt das Superhirn Alarm. Und schon wird die Lücke mit einem neuen Karton gefüllt. Super praktisch, oder? In einem chaotischen Lager ist alles durcheinander gelagert. So wird der Lagerraum optimal genutzt. Ein Computer behält den Überblick. Gecheckt. Leute, ich will jetzt endlich meine Bestellung zusammensuchen und dafür treffe ich jetzt die Berna. Die hilft mir dabei. Denn ganz ohne Menschen geht's nicht.
Berner sammelt im Lager die Artikel ein, die die Leute online bestellt haben. Ihre Schatzkarte sieht in echt so aus. Ein Zettel mit Etiketten, der ihr verrät, wo die einzelnen Teile versteckt sind. Hallo. Hallo, Werner. Hallo, Julian. Wo müssen wir jetzt hin? Was sagt dir der Zettel? Also, mein Zettel sagt mir gerade, wir müssen in die 666er Gasse, also zwei, drei Gassen weiter. Na dann los. Okay. Gang 66, 29. 25. 25. 26, 28. Wir kommen immer näher. Wir kommen immer näher. 29. 29, D5. Genau. Genau. Hier. Ja. Einmal vergleichen und ab damit in die gelbe Wanne. Jetzt darf ich selbst suchen. Los geht's. Und schaut mal. Ey Leute, das ist das T-Shirt, was ich bestellt habe. Mal kurz vergleichen. Ah. M und Nummer stimmt auch. Jawohl! So, fertig. Für die Artikel geht's jetzt weiter zur Packstation, wo sie in die Pakete für die Kunden kommen. Ich düse hinterher und für euch gibt's in der Zwischenzeit die zweite Checkerfrage. Wie hat man früher Post verschickt? Bevor es die erste Post gab, war es richtig mühsam, Nachrichten an jemanden in einer anderen Stadt zu schicken. Vor mehr als 2500 Jahren, bei den alten Griechen, gab es Boten, die Briefe zu Fuß oder mit dem Pferd von einer Stadt in die andere gebracht haben. Das Ganze dauerte aber mehrere Tage oder sogar Wochen. Die allererste Post haben vor etwa 2000 Jahren die Römer erfunden. Wenn zum Beispiel der Kaiser von Rom einen Brief verschicken wollte, dann ritt auch hier ein Bote los. Aber nur bis zu einer Station, die nur einen Tagesritt entfernt war. Da wurde der Brief dann übergeben und der nächste Bote ritt so schnell er konnte wieder los. Dann wurde wieder der Brief übergeben und zwar so lange, bis der Brief beim Empfänger angekommen ist. Yippie! Mit diesem System konnten die Briefe viel schneller zugestellt werden. Und die Zustellung war für die Boten und für ihre Pferde nicht mehr so anstrengend, weil sie nicht mehr so weit reiten mussten. Übrigens, die Stationen, an denen die Briefe übergeben wurden, hießen Statio Posita. Und davon kommt das heutige Wort Post. Vor 500 Jahren hat die Familie Thurn und Taxis das Postwesen neu aufgebaut. Mit verschiedenen Poststationen in ganz Europa. Zwischen denen sind mehrere hundert Jahre lang vor allem Postkutschen hin und her gefahren. Die Familie Thurn und Taxis war mit ihrem Postwesen ziemlich erfolgreich und deswegen haben sie auch ganz schön viel Geld verdient. Das wollten andere natürlich auch. Und so entstanden in ganz Europa viele verschiedene Postsysteme. Erst vor 150 Jahren entstand eine Post für Deutschland, die so funktioniert hat, wie wir sie heute kennen. Auch die Post stellt Pakete und natürlich Briefe zu. Die meisten Briefe schaffen es innerhalb eines Tages zu ihrem Empfänger. Vom Briefkasten kommen sie in Verteilerzentren. Von dort kommen sie dann mit dem LKW oder Flugzeug an ihre Bestimmungsorte. Da werden sie noch einmal feinsortiert. Und schließlich nehmen die Postboten sie mit. Sie stellen die Briefe mit dem Auto oder dem Fahrer zu, aber manchmal auch mit dem Boot und sogar auf Skiern. Schaut mal. Briefe wurden früher von einem Boten zu Fuß oder mit dem Pferd überbracht. Das konnte Monate dauern. Gecheckt. Weiter geht's. Ein Computer scannt die Waren und weiß dann zum Beispiel, das T-Shirt und die Hose gehören zu Checker Julians Bestellung. Meine Sachen werden automatisch gesammelt und an eine Packstation geschickt. Dort packt Victoria alles in ein Paket. Hey Victoria! Hallo Julian, hi! Da kommen alles. Meine Sachen. Das sind meine Schuhe. Hier ist mein Pulli, mein Shirt und meine neue Hose. Mega! Okay. Und jetzt fehlt ja nur noch eine Sache, aber die halte ich immer noch geheim. Kannst du noch den versteckten Gegenstand reinmachen? Und ich schau mal ganz kurz weg. Dauert nicht mehr lange, gleich. Okay, der Deckel ist drauf, ihr könnt wieder schauen. Und zum guten Schluss lege ich noch meinen Checker-Julian-Sticker drauf, damit man das Paket dann auch immer noch weiter erkennen kann. Drauf. Perfekt. Danke, Victoria. Jetzt muss ich aber schnell dem Paket hinterher. Mist, schon aus den Augen verloren.
Hier könnte es aber dabei sein. Yeah, da ist es! Gut, dass ich meinen Aufkleber draufgeklebt habe, sonst hätte ich es nie gefunden. Oh nein, wo fällt es denn jetzt wieder hin? Vielleicht weiß ja Andrea, wo mein Paket hin ist. Hey Andrea! Hallo Julian! Das ist ja ein Wahnsinnsort. Hier sind so viele Pakete, die alle Achterbahn fahren. Was passiert denn hier? Ja, hier schicken wir jetzt dein Paket in den LKW Richtung München. Und wie funktioniert das? Ja, ganz da vorne wird quasi jedes Paket auf so eine Holzschale rausgelegt. Aha. Und es fährt dann hier entlang. Und wenn es an der richtigen Rutsche für München ankommt, wird es abgekippt und rutscht hier runter. Okay, also jede dieser Rutschen führt zu irgendeinem LKW, der in eine bestimmte Stadt fährt? Ja, genau. Okay. Zum Beispiel nach München oder Nürnberg oder Berlin oder noch weiter weg. So Leute, aufgepasst. Gleich muss hier auch mein Paket vorbeikommen. Das ist es, das ist es. Da ist es. Es wurde abgekippt. Andrea bringt mich noch zum LKW in Richtung München. Dann muss sie leider zurück ins Versandhaus. Ja dann, noch viel Spaß. Okay, mach's gut. Und für mich heißt es, mein Paket einladen. Also, da ist es dann perfekt eingebaut, oder? Ja, genau. Dann kommt zur Sicherheit noch ein Netz davor und ab in den LKW. Mega cool. Ab nach München. Unsere Post wird meistens in Lieferwagen transportiert und von Postboten zugestellt. Viele Unternehmen überlegen aber schon, wie in Zukunft Briefe und Pakete geliefert werden könnten. Zum Beispiel mit Drohnen. Sie wären praktisch, weil dann Medikamente aus der Apotheke direkt zu kranken Menschen geflogen werden könnten oder zu Menschen, die sehr abgeschieden wohnen. Im Unterschied dazu wären diese Postroboter für kurzfristige und nahegelegene Zustellungen geeignet. Damit der Roboter weiß, wo es lang geht, hat er an allen Seiten Sensoren, die erkennen, ob etwas den Fahrweg versperrt. Dann fährt er automatisch langsamer oder hält kurz an. Super, oder? Aber auch bei diesen neuen Technologien funktioniert nichts ohne den Menschen. Damit sichergestellt ist, dass kein Unfall passiert, müssen Drohnen und Roboter ständig überwacht werden. Ich bin echt gespannt, ob das eines Tages funktioniert. Momentan dürfen die Roboter die Post nicht ausliefern, weil man sie noch nicht richtig überwachen kann. Unsere Fahrt nach München dauert etwa 3 Stunden. Auf halber Strecke muss ich dringend aufs Klo. So, dann kann's weitergehen. Im Paketzentrum im Norden Münchens geht's vom großen LKW in ein kleines Zustellfahrzeug. Das ist bepackt mit vielen Paketen, die in meinen Stadtteil geliefert werden. Das macht Wladimir und ich helfe ihm heute dabei. Checkerfrage: Wie arbeiten Paketzusteller? Sag mal, woher weißt du eigentlich, wo wir jetzt hinfahren müssen? Wir haben ja eine Liste. Wenn ich was vergesse, wenn ich was nicht weiß, schaue ich drauf. Aber meistens habe ich alles im Kopf. Warte mal, diese ganzen Pakete, die da hinten drin sind, da weißt du von jedem, wo es hin muss? Genau, ich habe ungefähr so einen kleinen Navi im Kopf. Cool. Ja, in der Früh, wenn ich die Pakete einlade, sehe ich schon die Adressen und ich sortiere es auch schon vor. Ach so. Das heißt, wenn ich zum Kunden komme, brauche ich einen Griff und dann habe ich die Sendung schon. So verliert man wenigstens Zeit, weil wenn ich jetzt die Sendung noch hinten suchen würde, würde ich sehr viel Zeit verlieren. Ja. Und die brauche ich dann später. Mit einem perfekt vorsortierten Lieferauto geht's zum ersten Kunden. Hallo, guten Sport. Hallo, ich habe hier ein Paket für Sie. Ja, vielen Dank. Und direkt das nächste. Hallo, sind Sie die Frau Meier? Hallo, ja, das bin ich. Perfekt, hier ein Paket für Sie. Super, cool, danke. Was hier nach Spaß aussieht, ist in Wirklichkeit sehr mühsam. Wladimir macht den Job schon seit über 10 Jahren und weiß, nicht immer läuft es so reibungslos wie heute. Boah, jetzt haben wir aber schon richtig viele Pakete ausgeliefert, oder? So ja. Viele sind gar nicht mehr übrig. Das ist der Rest. Sag mal, was ist denn so die Schwierigkeit beim Pakete ausliefern? Die Schwierigkeit, die Parkplatzsuche, der Stau in München und dass die Leute selten zu Hause sind. Ach so, also manchmal kannst du die Pakete gar nicht zustellen. Was passiert denn dann? Das heißt, ich nehme sie mit und am nächsten Tag muss ich es nochmal zustellen. Zusätzlich zu den Paketen, was dann dem Tag noch kommt. Boah, das ist doch total stressig. Da braucht man ganz schön starke Nerven, ne? Doch, auf jeden Fall. Die Paketzusteller haben teilweise einen echt harten Job. Sie haben oft sehr wenig Zeit für die Auslieferung und wenn sie nicht schnell genug sind, müssen sie Überstunden machen.
Außerdem bekommen sie oft ziemlich wenig Lohn und ihre Arbeit wird immer mehr. Denn jedes Jahr kommen mehrere tausend Pakete hinzu, die ausgeliefert werden müssen. Und das hat auch für die Umwelt Folgen. Welche das sind, seht ihr jetzt. Damit so Pakete super schnell zu uns nach Hause kommen, sind jeden Tag mehrere tausend LKW auf den Straßen unterwegs. Und davor werden die Waren auch oft mit Flugzeugen oder mit Schiffen transportiert. So kommen die Sachen super schnell zu uns nach Hause. Aber für die Umwelt ist es leider gar nicht gut. Denn die Abgase von den LKW, von den Autos und den Flugzeugen schaden der Natur und auch uns Menschen. Und dazu kommt noch was. Viele Sachen werden ja auch einfach wieder zurückgeschickt. Das passiert vor allem mit Kleidung, die einem nicht passt oder die einem einfach nicht gefällt. Das da habe ich mir zum Beispiel im Internet auch ganz anders vorgestellt. Diese sogenannten Retouren, also die Pakete, die wieder zurückgeschickt werden, müssen ja dann auch wieder zurücktransportiert werden. Würde man all die Pakete, die in einem Jahr zurückgeschickt werden, nebeneinander stellen, dann würde eine Paketschlange rauskommen, die dreimal um die ganze Welt reicht. Boah. Und diese ganzen Pakete sind natürlich super viel Müll. Deswegen, im Internet bestellen ist super praktisch. Aber ab und zu kann man sich ja überlegen, ob man das, was man haben will, auch im Laden um die Ecke bekommen könnte. Da freut sich der Verkäufer und man schont die Umwelt. Endlich sind wir bei mir zu Hause angekommen. Wladimir muss gleich weiter und ich freue mich schon drauf, mein Paket auszupacken. Mach's gut, ciao. Ciao. Und ich liefere jetzt mein Paket an mich selbst. Hier ist das gelbe T-Shirt, hier mein neuer Pulli. Was ich aber noch bestellt habe, das verrate ich euch gleich, aber davor muss ich noch kurz was vorbereiten. Paketzusteller arbeiten unter großem Zeitdruck. Deshalb sortieren sie ihre Pakete vor und wissen ihre Fahrtwege oft auswendig. Gecheckt. Oh Mann. Da, dieses verdammte Klebeband. Für euch gibt es erstmal die Antwort auf die Mitmachfrage. Ich kämpfe mich hier durch. Ich wollte von euch wissen, was ist eine Retoure? A. Eine Paketzustellung. B. Eine Rücksendung. Oder C. Ein Online-Versandhaus. Na, habt ihr die Antwort in der Sendung entdeckt? Schaut mal. In Deutschland zum Beispiel wird jedes zweite Paket mit Kleidung wieder zurückgeschickt. Diese sogenannten Retouren, also die Pakete, die wieder zurückgeschickt werden, müssen ja dann auch wieder zurücktransportiert werden. Würde man alle Pakete, die in einem Jahr zurückgesendet werden, aneinander reihen, würde die Schlange dreimal um die Erde reichen. Richtig ist also Antwort B. So, jetzt zeige ich euch, was ich noch Cooles bestellt habe. Ich muss das nur noch kurz aufbauen und hier ist es. Ein Planschbecken, cool, oder? Uah. Bei solchen Temperaturen perfekt, um die Beine so ein bisschen reinbaumeln zu lassen. Und ich mache jetzt auch genau das. Und ihr macht's mal gut. Bis zum nächsten Mal. Checker Julian, Checker Julian.